Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Sie waren mit unserem Angebot zum Nachtleben in Otzenhausen zufrieden. Nochmal vielen herzlichen Dank an die beiden Referenten, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind, dass Sie uns so aktuell und interessant informiert haben über Entwicklungen, die schon längst laufen und viele von uns noch gar nicht gemerkt haben, was da abgeht. Ich will es vielleicht abrunden damit, dass ich vor etwa 14 Tagen an meiner früheren Schule in Karlsruhe, die vor 50 Jahren noch ganz bescheiden staatliche Ingenieurschule geheißen hat, haben wir gemeinsam das 50-jährige Jubiläum unseres Examens gefeiert. Nur von wegen Alter war gestern auf den Hinweis nochmal. Und wir haben in Karlsruhe genau das gesehen, was Sie hier gezeigt haben. Ein Labor, wie wir es früher genannt haben, im Maschinenbaubereich, wo ich mal studiert habe, wo die tollsten Anlagen, die man sich heute vorstellen kann, für die Studenten im Labor vorhanden sind und die mit diesen Maschinen arbeiten können. Ich habe solche Augen gemacht, was da heute in der Fertigung möglich ist, welche Verfahren es dabei gibt. Und ich habe mich daran erinnert, dass mein Vater mal gesagt hat, ich habe dich was Anständiges lernen lassen, indem ich Maschinenbau studiert hatte, und dann gehst du Idiot in den Einzelhandel. Aber es war kein falscher Entschluss, es hat mir gut getan und ich habe, glaube ich, eine ganz positive Entwicklung dabei genommen, trotz seiner sehr kritischen Anmerkung. Zur weiteren Ausgestaltung des Nachtlebens in Otzenhausen darf ich Ihnen jetzt zwei Richtungen vorschlagen. Für unsere Gäste, die hier im Haus übernachten, haben wir oben im Restaurant ein Abendessen vorbereitet. Sie sind herzlich eingeladen, das anzunehmen. Die Vertreter des Veranstalters, der Veranstalter, treffen sich mit den Referenten gemeinsam im Raum Salo Lux. Der Raum Salo Lux ist, wenn Sie die Treppe eine Etage hochgehen und bevor Sie rübergehen ins Restaurant, durch diesen Glasbau auf der rechten Seite. Und wir nehmen dort gemeinsam das Abendessen ein und besprechen noch das ein oder andere zur Vorbereitung des morgigen Forums. Nochmal herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie heute Abend schon bei uns waren. Und morgen früh um 9 Uhr treffen wir uns hier dann zum Forum selbst. Einen schönen Abend noch.